Hey und was geht? Ich bin's mal wieder, euer ReborneXHD. Willkommen zu einem neuen FIFA 16 Video hier bei mir auf dem Kanal. Und zwar habe ich heute einen Trading-Tipp für euch, wie ihr ganz gut an Coins rankommen könnt, um zum Beispiel in der Web-App schon mal ein paar Coins anzuschaffen, die ihr dann später im Spiel verwenden könnt, damit ihr nicht direkt mit so einem Bronze-Team oder so starten müsst, sondern direkt schon ein richtig geiles Gold-Team habt. Die erste Sache, die ihr beachten solltet, ist einmal, dass BPL-Spieler immer weggehen. Es gehen so gut wie alle BPL-Spieler weg, deswegen macht euch keine Sorgen. Und was noch ganz wichtig ist, selbst wenn ihr jetzt nicht jeden Spieler wegbekommt, sobald FIFA 16 draußen ist, sobald es released wurde, da bekommt ihr jeden Spieler weg, weil dann werden die Spieler gebraucht, weil in der Web-App braucht ja niemand außer vielleicht zum Traden, was wir jetzt gerade vorhaben. Aber sonst braucht man die ja nicht. Und wenn man dann das Spiel hat, dann will man ja auch die Spieler haben, dann steigen die dementsprechend auch nochmal. Deswegen, falls jetzt einer nicht so gut traden kann, aber durch die Tagesgeschenke schon ein paar Coins übrig hat, der kann sich auch gut ein paar Spieler aus der BPL kaufen, die nicht so schlecht sind, die kann er später für Unsummen verkaufen, wenn das Spiel released wurde. Und ja, das ist schon mal der erste Trading-Tipp, den ich euch hier mit auf den Weg geben kann. Für meinen zweiten Trading-Tipp verwende ich immer Non-Ware-Spieler und zudem noch Außenverteidiger, also Non-Ware-Außenverteidiger. Und hierbei ist es wichtig, dass man gerade in Ligen guckt, bei denen es nicht so viele gute Außenverteidiger gibt. Zum Beispiel bei der BPL, da gibt es auf der rechten Seite gibt es kaum gute Außenverteidiger. Und deswegen kann man das hier zum Beispiel ziemlich gut machen. Da tue ich nämlich immer auf viele Spieler drauf bieten, zum Beispiel Trippier oder wie man ihn ausspricht, oder auch andere gute Außenverteidiger. Cedric, soweit ich weiß, heißt noch einer. Auf die tue ich dann immer bieten. Da werde ich zwar nicht so viel Gewinn machen, mit 100, 200, 300 Coins, je nachdem pro Spieler, wenn ich mal Glück habe. Aber wenn ich davon die Masse kaufe, sprich, wenn ich mir davon alleine 5 Stück kaufe und ich für jeden von den 200 bis 300 Coins bekomme, dann stehe ich da meistens mit über 1000 bis 2000 Coins halt pro die verkauften Spieler, und die gehen auch halt relativ schnell immer weg. Und das müsst ihr halt beachten, dass ihr Außenverteidiger nimmt aus Ligen, die einmal gut sind, also begehrt sind, und natürlich Außenverteidiger, wo es nicht viele gute gibt, die ihr dann immer, die ihr dann perfekt verwenden könnt, weil die Auswahl halt nicht so groß ist. Das war's jetzt auch schon mit meinem Trading-Tipp. Ich hatte auch schon den ein oder anderen Versprecher drin. Ich hoffe mal, ihr nehmt mir das nicht übel, aber naja, who cares, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer ReborneXHD. Peace out.